Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stray. Schön, dass ihr mit reinschaut. Ich bin euer Kasper. So, wir gehen marschieren weiter. Sieht schon süß aus. So, wir brauchen die Kassette. Wir brauchen definitiv eine Kassette, weil da ist ein Ghetto-Blaster im Laden. Und wir müssen irgendwelche Kits, denke ich mal, finden. Oder einen Kassettenrekorder. Wo wir das Zeug finden. Oder dass wir den abluchsen können. So, wir müssen halt nur schauen, wo sind die? Oder... Der hat keine Kassette, der quatscht mich bloß wieder blöd an. Ah, hier sind wir wieder zurück, da wird es wieder zur U-Bahn gehen. Das ist quasi das primäre Ziel. Nebst Clementine. So, jetzt bin ich wieder hier hinten in der Gasse. Hallo, hä? Hast du einen neuen Hut? Oder das fällt mir jetzt gerade erst auf. Was war das Übersetzen von dem Zettel? Oh, warte mal. Quatsch mal mit euch. Ey, Dumpfbacke, wir können dich auch sehen. Er hat auf jeden Fall Kassettenband greifen. Ey, diese Kassette gehören uns, weißt du nicht? Dass man nicht klaut? Ich könnte dir eine geben. Aber dafür müsstest du etwas für Janma, Miko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Siehst du? Wenn alles so einfach wäre, ne? Da ist eine Kamera. Es geht ja tatsächlich. Boah, das geht ja wirklich. Ah, schön. Schön doof. Und da ist die dritte. Jung. Also, wer sucht, der findet und kommt weiter. So, zeig mal her. Ah, sie mag tanzen. Die haben wir noch gar nicht geschwätzt. Hey, ich glaube, Simon hat etwas für dich. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn dir verdient. Ah, das ist so gut gemacht. Voll gut. Jetzt können wir die Weste holen. Lala. Hallo, Wächter. Drop the bass. Haben wir schon? Hervorragend. Dieser Helm wird ausreichen. Perfekt.
Die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber es wird schon gehen. Okay, spring in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Das ist so geil gemacht, das ist so gut. Gefällt mir. Luki, Luki. Okay, der geht nur bis dahin. Boah, das ist reines Glück. Der sucht doch mit der Taschenlampe. Roter Winkel. Ah, warte. Oh, wie bitter. Kann ich ja nicht hochspringen. Ich weiß nicht mal wohin, ne? Ah, fuck, 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 fuck. Boah, Alter.
Alter, Fille, die schießen scharf. Oh. Ah, fuck. Nein! Das Rohr habe ich gar nicht gesehen. Da ist nur eine Tür, aber die ist verschlossen. Kann ich da durchgehen? Es speichert auf jeden Fall. An. Aus. Ah, es folgt mir. Ah, okay, pass auf, wir müssen, glaube ich, die positionieren, ne? 3 Stück? Wo ist jetzt der dritte? Da kriegen wir wahrscheinlich die Bombe, sag ich schon. Oder wir nehmen einfach das Fass. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zubringen. Ah, wisst ihr, wo wir sind? Wir sind auf der Rückseite. Da, wo wir angekommen sind. Ja, voll gut.
Oh, Kacke, warum ist denn das jetzt? Er könnte es den Platz nicht klauen, aber nicht unsere Moves. Nichts hat einen Sinn, wenn wir nicht tanzen können. Aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Eigentlich muss ich schon übers Dach, oder? Frage, wie kommt man noch weiter hoch? Ah. Das ist eine gute Frage, ja. Können wir uns da einfach dran vorbeischleichen. Oh, Alter! Ist das dein Ernst? Kurzer Prozess. Ha. Kein Herz für Tiere. Es muss einen anderen Weg geben. Da wären so viele Möglichkeiten. Nein.
Da stehen welche. Da steht einer. Ist, glaube ich, noch mal eins höher, ne? Zu. Das war gut. Eieiei. Oh, Glück, 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 Glück. Der läuft weg. Ja. Oh, Dusel. Clemmy? Wo ist Clementine? Ist sie da oben? Uns eine Nachricht hinterlassen? Oh, bei uns regnet's. Ja, auf Hinweistafel schauen. Clem? Hm? Eine Spur von Clementine. Oh, was ist denn? Sieht aus wie ein verschlüsselter Abend. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch vier Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Okay, eine Lavalampe ganz rechts. Also eins ist eine Blume. Zwei wird irgendein... Weiß ich nicht. Drei ist irgendwie so eine Pylone. Und vier ist die Lavalampe. Da ist die Lavalampe. Hast du etwas gefunden? Hm. Ich sehe nichts. Bist du sicher? Hier die Lavalampe. Warte mal, wie. Ah, wahrscheinlich der Reihe nach. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigen Zustand erkennen. Sie kennen Berührungen. Ein beruhigendes Gefühl, an den ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen. Also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt.
Sie lautet, ich bin bei... Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient es als ein Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo! Da ist eine Nachricht. Sie lautet Blazer. Ich bin bei Blazer. Das ist der Typ. Okay. Hast du das gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Warum nicht? Ah, die Lavalampe. Alles klar. Da ist ein Zettel drunter. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Ah, bei dem Türsteher ist man da vorbei wahrscheinlich. Dieser Gradler. Nee, ist das noch ein? Da ist aber kein Zettel. Hm. So. Fehlt eigentlich nur noch die Blume, gell? Weil es so aussah wie eine Blume. Den Hammer. Schauen wir hier nochmal genauer. Was für ein merkwürdiges Ding, in einer Wohnung zu haben. So sehen die Gefährten hier die Menschen. Das ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht, komm in den Nachtclub. Okay, wir haben alle Informationen. Ich bin bei Blazer, komm in den Nachtclub. Das ist gut, gut gemacht, Lieutenant Katz. Oder Katz. Jetzt lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Jawohl, wunderbar. Dennoch müssen wir uns mal kurz ausruhen. Sehr geil. Dann machen wir hier erstmal Folgenende. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Stray. Ciao, macht's gut.